In Kürze mehr darüber. Also Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Crynet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit könnten Transportwege wurden gesperrt. Cell-Versuch. Der Benzinpreis droht die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder verabschieden. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Schwertfisch 3, Ihren Status bitte. Aus der Tiefe, Hudson River, New York, 23. August, 5.13 Uhr. Teleskoptiefe. Roger, bestätige Punkt Süd 1. US Nautilus, Hudson River, NY, 23. August, 2023. Force Recon Extraktionsteam Omega 1, Name der Zielperson Dr. Nathan Gould. Schlechter Arsch ein. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs mitzunehmen. Ruhig, Bloodberry. Da oben sind keine bösen Jungs, Force. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so eine Scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass sie noch leben. Ja, und damit geht's weiter mit der Crysis Remastered Trilogie. Crysis 2 Remastered mit Raytracing, allem drum und dran. Es geht weiter. Genau wie bei Mass Effect machen wir alle drei Spiele in einem Projekt, vereinen es sozusagen. Scheiße. Er ist tot. In Ordnung. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwöre ich. Das kann ich nicht. Runter von mir. Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit einem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab Nanotechnologie? Was von einer Alien-Invasion gehört. Hargreave. Na klar. Kommt E.T. auch? Mal nicht so viele Witze, Kumpel. Ich sag noch nicht so viele Witze machen. Hargreave, Rash. Okay, da war nicht so leider. Ab. Oh, yep. Wow. Ja, ich hab schon geduscht. Scheiße. Oh. Fuck. Was? Ja, komm. Gemeinsam sind wir stark. Oder landet im Sarg. Ja. Los, Leute, los. Weiter, ja, nicht hingucken. Weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. So. Okay. Ja, es geht hier gleich los, Leute. Oh Gott, wo geht's da? Boah, scheiße. Warte lang.
Danke, Tress war der Letzte. Was ist mit ja. diesem oh. Einfach nicht berühren. Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Ja, aber noch steht sie. Stumme Schlampe. Hey! Was zum Teufel? Feinde! Wo ist das U-Boot? Haben die verdammten Seven alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Ruhe zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Eine Crytek Produktion. Ein Sievert Yearly Spiel. Thank you.
Crysis 2 Remastered. Ah ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Zweite Chance. PA Battery Park in New York. 29. August 1937. Mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Okay. Okay, das war eine kurze Rolle vom Prophet. Ja. Okay, das war's. Der bringt sich um. Okay. Da war ja. Okay, aber. Oh Gott, da war ja im ersten Teil sozusagen der Einzige, der die Wahrheit kannte. Vielleicht kennen wir die Wahrheit jetzt ja auch. Dann mal Stock, ah, gut. Weil wir den Anzug haben. Ah, okay, also. Mensch, war also netter. Stärke. Gibt es keine Unsichtbarkeit? Ah, was ist denn? Ah, Modulkart. Ah. Halt ein Skillbaum, okay. Cool. Auch nicht schlecht. Hier spricht Dr. Akila Roy, E-Med Krisenteam 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Virozide zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen. Und unsere Situation hat sich durch die strikten Kontrollen seitens der... Akila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zu Protokoll geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Zell sich brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet und sich uns in den Weg gestellt. Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey!
Das geht nicht. Akila! Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc. Es ist zu Ihrem Besten. Okay. Ah, okay, ich kann die Fähigkeit noch gar nicht nutzen. Ah, okay, da gibt es auf jeden Fall einen Manhattan-Virus, der die Leute sozusagen dahinraffen lässt. In einer Epidemie. Und wir müssen es stoppen. Ich schätze mal, dadurch, dass wir die Atombombe vor euch in der letzten Folge abgeworfen haben. Nochmal ganz kurz, ne, denn ja, die Aliens, die kommen uns dann passiv eingegriffen, weil die Aliens haben da vorher schon ein bisschen eingegriffen auf dieser Insel, aber natürlich passiv, als sie die Atombombe geschmissen haben. Ich schätze mal, dass das der Grund sein wird. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist es auch ein anderer Grund. Gehen wir noch... Prophet? Was? Hier ist Gold. Hi. Hören Sie mich, Mann? Ja. Prophet? Mir hat die Sprache verschlagen, aber ja. Okay, und da hier mit Menschen nicht reden zu wollen. Ich bin Nomad. Kann er auf Wand laufen? Nee. Ah, das kann er. Okay. Ja. Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Mhm. Alter. Okay, finde und beschütze Nathan Gould. Okay. Aber mehr gibt's nicht. Da haben wir schon mal eine neue Waffe geholt. Ich meine, wenn die auch leise. Ich meine, wenn die auch leise holen konnte. Ich hab ganz sicher was gehört. Ging das nicht? Scheint wohl doch nicht zu gehen. Ich dachte, oder muss ich noch freischalten? So, was will das Spiel hier? Ah, taktische Option. Okay, Nachschub, ja. Yep. Danke. Mhm, was habe ich noch? Waffen. Pistole, die hier gegen das Scarab, tauschen. Man wird das tun. Ah, Visier und so gibt's nicht, ne? Ne. Okay. Gut. Gehen wir weiter.
Impressum. Oh Gott. Alter. Alles zerstört, alles verwüstet. Ah, Nachschub habe ich. System Override. Was war das? Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Ja. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Ach so, ich muss. Ah. Okay, ich muss also den Stealth muss anhaben. Das glaube ich nicht. Das ist was Persönliches. Ich habe gehört, dass Locker deinen Neffen in dem Nanosuit gebracht hat. Dann ist irgendwas schief gegangen. Das heißt, dieser Prophet ist durchgedreht. Hat einige der Nanosuit-Typen erledigt. Lockerts Neffe war einer davon. Prophet hat ihn regelrecht zerlegt. Nein, so war das nicht. War von Anfang an gegen das ganze Nanosuit-Programm. Er hat der Sache nie vertraut und immer gesagt, dass es schief geht. Lockhart hat dem Direktorium des Reinheitsstation vor Jahren gesagt, aber sie wollten einfach nicht auf ihn hören. Ich finde, er hat völlig recht. Wie viel Protektion Maroon dieser Prophet auf seinem Weg nach Downtown erledigt hat? Der Kerl ist völlig ausgerastet. Das schreit nach Vergeltung und zwar ziemlich laut. Amen. Prophet, hören Sie! Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Ja, okay, ich komme. Wenn ich die hier ausgeschaltet habe, die beiden Herren, möchte ich mir mal einen Stealth-Kill ausprobieren. Oh, tschüss. Ah, okay. Ah, okay. Bitte komm. Bitte komm. Wer kommt nicht mehr, du? Der hat einen Terminierensatz. Genau wie du. Ah, okay, also. Die Energie wird unterbrochen bei dieser Animation. Ah, okay, also muss ich dann nur. Okay. Ah, E-Mail runterladen. Nice. Können wir mal lösen oder? Hm. Ja, schön, ich habe eine E-Mail gefunden. Ist ja toll. Ah, eine E-Mail, wenn ich die lesen möchte. Habe ich den hier. Was? Wie spricht der? Ah, er kann die Munition ändern. Ne, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ne, kann man nicht lesen, ne? Aber das war schade. Hm, okay. Wie gesagt, geht nicht. Was ist das? Benutzen, was ist das? Oh! Oh, oh, oh. Weiß. Danke. Kommen.
Was ist? Alles okay. Falscher Alarm. So, wo kann ich verlassen? Infiltrieren, was kann ich denn infiltrieren? Nicht da mal hin? Hm? Okay. Ich gehe da mal hin und infiltriere mal. Jetzt nehme ich mal als taktische Option. Mal gucken. Aber schon ziemlich cool gemacht. Das ist nice. Also es nimmt dir ein bisschen mehr in die Hand als der erste Teil. Der erste Teil hatte ich ein bisschen so... Ja, da hast du dann so ein bisschen, ne? So, mach mal, viel Spaß. Und der hier nimmt dich ja richtig an die Hand. Bleibt das jetzt irgendwie? Der bekloppt. Tarnfeld aktiviert. Na gut, dann beobachten wir mal die Situation, um sie einschätzen zu können. Aber es ist schon ziemlich cool gemacht. Ich weiß, dass der Teil, ich glaube auch teils nicht gerade so gut ankam. Der kam nicht überall so gut an, der Teil. Aber viele gesagt haben, ja, ich glaube, es liegt leider auch daran, dass man ihn ein bisschen mehr wieder in die Hand genommen wird. Ist da oben jemand? Ja, natürlich. Ja, hallo. Warum kommt er jetzt nicht hoch? Och, Leute. Was ist das? Was ist los? Ja. Okay, ich wollte eigentlich hoch, aber okay. 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 Keine Ahnung, irgendwie. Ich wollte da eigentlich nur hoch. Aber okay. Probieren wir mal ein bisschen Sparen aus. Wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ah, ich habe keine Panzerung, ne? Achso, weil das Spiel denkt, ich wollte einen Stealth machen. Ja, fuck. Warum? Na, ja, Panzerung ist nicht eingeschaltet. Ja, nix zum gut rumballern, wie ein Visier oder sonst irgendwas. Scheiße. Na egal. Warum ist eben nicht die Kette, falls jetzt auch nicht, weil eigentlich wollte ich da einfach hoch, weil. Oder Kopf da nicht hoch, aber ich habe keinen Schalldämpfer. Na gut. Ah, okay, die sind auch nicht so schwer. Soll er fliegen? Wo soll er fliegen? Dreimal hoch. Der ist gut geflogen. Ja, fällt da. Dann hat kritisch, was? Jetzt schon? Wo ist aufgetaucht? Oh, man kann auch rutschen. Aua, aua. Das geht auch. Man kann rutschen, wie cool. Jetzt kacke, ich hab nichts.
Es ist doof, ich habe nichts, danke. Wie ist die Knarre eigentlich so im Kampf? Voll hier raus, oder? Pistole eigentlich gut. Keine Ziele fahren, oder? Nein, ist nicht gut. Nicht Ziele fahren. Was? Was kann ich berechnen? LKW. Krankenwagen. Das muss ja nicht sein. Ah, es ist schwierig ohne Panzerung. Schüttelbasispunkt, ich bin auf den Kopf gesprungen. Na gut. Also dann können wir den Rest jetzt auch töten. Also dann mache ich jetzt auch keinen Halt mehr, ne? Der ist jetzt aber, das ist Zell, ne? Oder wie die Organisation, die ich gerade falle. Oh, Auto fahren können wir, sehr gut. Wie mache ich das eigentlich wieder weg? Ich habe hier eine Markierung. Gut, keine Ahnung. Gut, dann hole ich knall noch die drei ab, dann ist auch egal. Dann kann ich die drei auch noch abknallen. Oder kann ich leise holen? Wir brauchen noch ein paar leise. Okay, also wir kurz mal warten müssen. Ah, okay. Ja, aber hier waren wir eben nicht funktioniert. Das ist okay, das eben war okay, aber das andere, warum das nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht verstanden. Muss ich jetzt benutzen, verlassen. Benutzen das hier mal. Was ist das hier? Jetzt hat mir nicht mehr angezeigt. Okay, wie funktioniert das? Die beiden haben mir angezeigt, aber das ist jetzt, weil. Ich glaube, ich werde jetzt alle ausmachen müssen. Wie macht man Sachen wieder aus? Was? Gut. So. Achso, ja, noch mehr. Achso, ihr habt das nicht mitbekommen, wenn ich umgeballert habe. Achso. Was geht denn für? Da bin ich jetzt halt tot gewesen. Ich würde gerne, wenn wir sie benutzen ist. Achso, von anderer Weg dorthin, ne? Prophet, hier sind überall Zellen. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich! Ja. Okay, keine Ahnung, was es eben, warum es eben nicht funktioniert hat, aber ist ja egal. Wir haben es ja auch so geschafft. Vielleicht hätte ich im Baum. Ja. Achso, jetzt wird mir erst gezeigt. Achso, also hätte ich das auch so machen dürfen. Ah, okay, oder war das zum Spiel auf Toilette? Da habe ich schon 3 Jahre begriffen, bevor ich es. Ja. Ja, melden Sie sich. Jetzt im Jenseits und da ist der Empfang echt scheiße, weißt du? Kümmer dich mal drum. Danke. So, okay. Aber man hält nicht viel aus, ne? Also ohne Panzerung bist du ganz schön am Arsch. Also beim ersten Teil auch so ein bisschen. Ich hätte gern irgendwie, ja, Muni ist ja geil, aber ich hätte gern ein Visier. Und ich hätte gern keinen Absturz. Bis gleich.